sehr geehrten Damen und Herren, es ist manchmal schon ein bisschen schwierig, eine bedeutende Persönlichkeit vor das Mikrofon zu bekommen. Und da möchte ich zuerst einmal vom Herrn Hofrat herzlich dafür danken. Sie, wenn Sie mit mir ein Interview machen wollen, dann essen Sie bitte nicht dabei. Das ist ja doch unerhört. Zuerst einmal also dem Herrn Hofrat herzlich. Noch nie passiert. Ich bin schon oft interviewt worden, aber dass ich dabei, dass dabei der Reporter gegessen hat, das ist mir noch nie passiert. Doch eine Frechheit. Traurig ist das. Sehr traurig. Ja, halten Sie denn Ihr Mikrofon da. Da möchte ich zuerst einmal dem Herrn Hofrat dafür danken. Wenn Sie wenigstens die Flasche nicht in der Hand halten noch. So feindlich war und sich zu diesem Interview bereit erklärt hat. Herr Hofrat, ich danke Ihnen. Sie, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, wenn Sie mit mir ein Interview machen wollen, dann möchte ich mir doch ausgebeten haben, dass Sie dabei nicht essen. Vielleicht wollen wir jetzt doch mit dem Interview beginnen, Herr Hofrat, danke. Das ist nicht mehr hören. Bereit, Frau Frau. Ich möchte Sie jetzt noch einmal und in aller Form darauf aufmerksam machen, dass ich es mir verbiete, dass Sie während des Interviews mit mir essen. Doch unerhört. Ich esse doch gar nicht. Ja, selbstverständlich essen Sie. Das sind aber keine Beweise. Ja, das sieht man doch, dass Sie essen. Und riechen tut man es auch. Da riechen Sie was, da riechen Sie was anderes. Sie werden doch nicht sagen, dass Sie nicht essen. Dass Sie doch nicht ernsthaft behaupten wollen. Herr Hofrat, ich bin Reporter. Ja? Ja, ich bin ja als Reporter mir die Zeit nicht so gut einteilen können, Sie, dass ich weiß, wann ich ein Interview mache und wann ich esse, dann wäre es traurig gestellt. Ja, das überlassen Sie mir. Das möchte ich auch meinen, aber leider ist es traurig um Sie bestellt. Es ist ja wirklich eine traurige. Es hat früher keinen Rundfunk gegeben, aber wenn es einen gegeben hätte, das wäre sicher nicht erlaubt gewesen, dass die Reporter während eines Interviews essen. Das ist nicht mehr. Vielleicht können wir doch endlich mal ein Interview beginnen. Sie essen nicht. Natürlich essen Sie. Schauen Sie, ich könnte nicht mehr, weil ich weiß, das würde man ja hören, wenn ich das. Wenn Sie glauben, dass man das nicht hört, dann täuschen Sie sich sehr. Ich höre auf jeden Fall nicht. Also, Herr Hofrat. Sie, ich sage Ihnen jetzt zum letzten Mal. Oh, hören Sie auf zu essen. Nein, so geht das ja nicht.